Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Age of Empires Online. Ja, mit mir. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Kampf bei den... Ja. Gut, ich hätte nicht auf Beginn klicken sollen, sondern vielleicht auch gleich mal lesen können, was da steht. Egal. Ja, wie ich in den Infovideo, was eigentlich schon draußen sein muss, schon angekündigt habe, werde ich danach die Ägypter und die Griechen auch noch machen. Und ja, da geht's dann gleich mal los. Oh, wir kriegen so viel Luxus am Anfang. Ist aber schön. So, erstmal gucken, wo hier die Gegner sind, die wir vernichten müssen. Ach, die warten gleich auf mich. Oh, cool. Ach so, die warten gleich auf mich. Ist aber nett. Du überlebst. Okay, wir haben jetzt mit einigen Einheiten zu tun. Aber das dürfte für unsere Was sind das da? Hab ich mir das geholt? Okay. Auch nicht schlecht. Achso, stimmt, das haben wir ja letztes Mal gut. Ah, ich war da verwirrt mit den Griechen, da habe ich das zum Beispiel nicht. Aber, okay. Oh, effektiv gegen Kavallerie. Aha, okay. Muss auch mal die Einheiten hier kennenlernen. Schwergepanzerte Krieger mit geringen Flächenschaden. Schnell, wuchtig, effektiv gegen Belagerungseinheiten, Dorfbewohner und Gebäude. Effektiv gegen Infanterie, ja, das ist eines der besten Infanterieeinheiten hier im Spiel, glaube ich, war das. Kavallerie, ist klar. Ja, Fernkampf und einfacher Bogenschütze. Unerwartet. Das ist ein einfacher Bogenschütze. Ich glaube, wir sollten jetzt hier Haus bauen. Häuser. Jetzt kommen wir durcheinander durch dieses Haus hier. So, wie ich auch schon gesagt habe, Infovideo, das habe ich nicht gesagt, was sag ich jetzt hier, es wird auch ein bisschen Kreta geben, ein bisschen Gefechtshalle. Ja, ich werde euch noch die Erweiterung zeigen, die es hier gibt, zum Beispiel nordischen Kurs und... Steht das hier nicht irgendwo? Ne, steht hier nicht. Guck mal, da komme ich zum Beispiel noch gar nicht hin. Da komme ich auch noch gar nicht hin. Ja, ein bisschen erst nach Argos vermutlich kommen oder Level 40 sein oder sowas, keine Ahnung. Ne, Level 40 glaube ich nicht. Nein, dahin. Da, okay. Ja, gleich mit Wegen war es einfach das nächste Zeitalter. Was habe ich denn jetzt? Ach, wenn die fertig sind, habe ich genau 8. Das ist aber toll. So, 3 Ställe zerstören, 7 Kasernen, 5 Schießanlagen und einfach mal die Gegner vernichten. Das dürfte doch kein Problem sein. Golden Hibikun kann ich ausbilden und Veteran. Gessate, vermutlich mal spricht man das aus, hoffe ich mal. Wenn ich dann, ups. So, hier könnte ich aber auch ruhig so eine kleine, so ein kleines Lagerhaus bauen. Das ist ja nicht so eine Wucherarbeiter hier, die sagen, nö, ihr müsst es so machen. 18 keltischen Veteranenkriegern. Habe ich mal gespannt, was ich da, nein. Oh, jetzt geht hier auch noch Nahrung sammeln, das kann doch nicht wahr sein. Soll es Holz sammeln gehen. Wieder keine Uhr hier bei mir. Na toll. Okay. Nehme ich nach Gefühl auf. Oh, guck mal, kommt schon die Bogenschützen. Oh, guck mal, kommt doch schon die Armee. Ah, ihr könnt nichts, ihr Infanteristen. So. Kurz auf Nummer sicher gehen. Felder kostet 20% weniger. Wow. Jetzt brauchen wir nur noch Stein, aber klar, so Stein brauchen. Ich habe eine Steinmine. Steinmine? Steinmine. Ich habe hier keine Steinmine. Am besten bilden wir erstmal Einheiten aus und greifen hier gleich erstmal Frodenthal an. Zeichen der Berittenen. Sieht aus wie Gelee. So ein Gelee-Saft. Also was. Na komm, fangt schon mal an, Felder zu bauen. 1, 2, 3, 4. Alter, komm jetzt mit Elite-Einheiten an. Das kann doch nicht wahr sein. Na, ich sehe schon, die Mission wird schön spannend werden. Sanders 909, lass den Bogenschutz ruhig kommen. Ach, fick dich. Gut, ich brauche Festungen, das sehe ich jetzt schon. Am besten finde ich dafür meine Stein. Alter. Nicht cool.
Boah, die kommen mit Dauerangriffen. Haltet sie auf. Boah, genau. Das war so ein Bogen. Alter, ohne Spaß. Boah, da oben eine Einheit, die verteidigt. Boah, ohne Spaß, da geht er richtig auf die Nerven. Da kommen die mit ununterbrochenen Angriffen. Das kann doch gar nicht wahr. Alter, wollt ihr mich verarschen? Was kommt denn da noch alles an? Ich habe eine Steinquelle gefunden. Ich würde sagen, erstmal Stein sammeln hier, hallo. Boah, jetzt kommen die auch noch zu meinem Dorfbewohner. Kann doch nicht wahr sein, wird mich verarschen. Oh, ja, das ist so lustig. Alter, der macht die verarschen, der macht die Einschuss. Töt ihn. Ach komm, leck mich. Alter. Ich kann ja nur aufregen, weißt du? Das kann doch nicht wahr sein. So, Dorfbewohner. Ich brauche Holz. Ah, oh, wenn jetzt mal die Festung entstehen, ja, kann ich mich komplett auf was anderes konzentrieren. Und so auf die Ausbildung von Einheiten. Und da kommen sie auch schon wieder. Ist das nicht schön? Ja, 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 zieht euch zurück. Nein, 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 nein. Sei gut. Ja. Alter. Oh, da kommen sie schon wieder. Oh, ja, der geht. Nee, da kommt. Ja, hier werde ich wirklich unter Belagerung genommen. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Ah, das Goldbergwerk habe ich auch wieder nicht gedacht, ey. Mann, 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 wie sowas manchmal vergisst bei Edge Vampires Online. Warum greift mein Bogenschützen, Alter, muss weg. Gib mir auf die Nerven. Oh, gleich noch eine Festung bauen. Und dann noch eine. Dann noch eine. Habe ich überhaupt noch Stein hier? Egal, brauche ich noch eine. Brauche ich eben eine Holzfestung. Merkt man, ja, hier muss man die Produktionsstätten jetzt zerstören, sonst kommt es bis hier richtig Problem. Das bist du richtig Problem, genau. Oh, jetzt kommen sie von da. Ja, toll, super, ihr seid Helden. Ja, leck mich. Ich brauche auch noch eine Infanterieeinheit. Doch, doch, nee, doch, nee, doch, nö. Gut, erste Festung steht, das freut mich. Das freut mich. Was ist denn das hier? Effektiv gegen Fernkampfeinheiten, na toll, wenn ich Nahkampfeinheiten habe, dann war ich ein Arschkarte hier, oder was? Naja, was will man machen? Jetzt brauchen wir 20 Häuser, wenn ich mich fahre. Ja, jetzt geht's doch besser. Wenn erstmal eine Festung hier steht. Oder die zweite hier hinkommt. Dann wird sich alles gut. So, am besten zieht ihr euch ein bisschen zurück. Dafür haben wir eine Festung gebaut. Aber dafür brauchen wir gleich noch eine zweite Festung, ja. So, will man eine Armee ausnennen, dann geht schon los mit dem Angriffen. Boah, so richtig geile Action-Mucke hier. Macht noch jemand Gefechtsrausch? Nope. Jetzt nicht. So. Oh, jetzt kommt ein großer Angriff. Naja, Großangriff, okay.
Ob man das jetzt so groß angriffen nennen kann, darf. Oh, jetzt kommen wir, ja, jetzt stirbt der eine, toll. Boah, kommt einfach nur zur Festung. Ja. Ah. Ich liebe solche Missionen, wo man einfach nur irre werden kann, ey. Mann, und ihr könnt doch einfach mal da stehen bleiben, wenn ich euch sage. Nein, oh, wir müssen vor angreifen gehen, das ist doch... Stallerweg, ja toll. Boah, ich geh ins nächste Zeitalter und tu mir einfach hier die. Dann greif ich da einfach direkt an. Die Frage, welche Taktik man hier am besten vorgeht. Aber hier steht erstmal eine Festung. Ist schön. So, ich würde sagen, konzentriert man sich jetzt erstmal auf das nächste Zeitalter. Aber ein paar mehr Rohstoffe wären mir auch rechts. Ja genau, rechts hier. Hier sind Rohstoffe. Hm, wer weiß. Andauernde Angriffe. Hätte ich hier Griechen, würde ich jetzt schon drüber rennen. Fangen wir mal gleich an, hier Häuser zu bauen. Ja, fangen wir Nahrung zusammen. Das ist schön, aber Nahrung. Boah, ich jetzt gerade im Moment nicht. Boah, erstmal Häuser. Naja, wollen wir gleich maximale Anzahl. Und dann brauche ich noch Stein. Ich hoffe, die goldenen Hibikon kommen wenigstens etwas. Brush ich hier einfach durch. Hier sind sowieso nur Infanteristen. Dürfte auch wohl kein Problem werden. Hoffentlich. So. So, ich vermute mal, hier könnt ihr hinten ruhig stehen bleiben. Ich vermute mal, die kommen jetzt nicht so leicht durch. Hier werden Häuser gebaut, da wird Gold abgekauft. Jetzt brauche ich im Moment nicht, ich brauche nur Gold und Steine brauche ich auch noch. Werde mich garantiert nicht zu weit von den Festungen wegbewegen. Das ist der einzige Schutz, den ich hier wirklich groß habe. Aber wie viele Pfeile die einfach nur abschießen, ey. Ah, geben Schuss ab und rennen weg, was eine feige Einheiten. Wir haben gleich 20 Häuser. Können wir hier noch ein bisschen Stein abernten, abbauen, abernten, genau. So, du gehst mal dahin gucken. Du gehst mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo noch eine kleine Steinmine haben. Oh, Gold haben wir hier nochmal. Super. Stein. Ja. Haben sich die Entwickler gedacht, nö, hier kriegst du nur einmal Stein in deiner Nähe. Und hier oben haben wir was. Ich habe Steine. Ob das sicher ist? Ja, man muss Risiken eingehen. Und die kommen doch von... Können die von da kommen? Oder ist das hier wirklich der einzige Zugang? Weil dann hätte ich noch das ganze Gebiet hin zum Abernten. Ja, okay. Sehr gut. Das freut mich. Gehen wir zum Stein hier oben ernten. Abbauen. Warum sage ich immer ernten? Ich ernte doch keinen Stein, ich baue es ab. So, die Mission ist Kampf bei den Thermopylen. Stimmt, spricht man das anders aus, aber ist mir jetzt egal. Ich nenne es Thermopyle. Bühnen hört sich voll cool an. So, ein paar mehr Steine weiter.
Nahrung haben wir, Gold haben wir. Gold haben wir ja noch 2 Minen, 3 Minen sogar in der Nähe. Ist gut. Können wir abbauen.